Jo, hallo Leute, euer MrD ist wieder am Start. Willkommen zurück zu einem weiteren Destiny Gameplay auf meinem Kanal. Heute geht es darum, was ist die beste Waffe, momentanige beste Waffe in ganz Destiny. Für die Interessierten unter euch, die wissen, dass die Waffe Vex Mythoclast eine sehr gute Waffe ist, die man in 30er Weight bekommen kann, wenn man den Endboss besiegt und man eine Menge Glück hat. Aber ich zeige euch hier ein Gameplay mit der Waffe die Unendlichkeit. Das ist ein Fusionsgewehr, was, wenn man es gelevelt hat, vollautomatisch ist. Und wie ihr anhand dieses Gameplays erkennen könnt, ist diese Waffe einfach nur sowas von OP. 1000-mal besser als Mythoclast. Ich hatte schon so viele Zweikämpfe, wo Leute auf mich geschossen haben mit dieser Vex Mythoclast und nicht einmal mit Fusionsgewehr. Witz! Und weg waren die. Dazu muss man sagen, die Reichweite dieser Waffe sieht laut Statistik voll gering aus, aber auf Distanz macht den verdammten Schaden trotzdem bis zu direkt töten. Und präzise, vor allen Dingen, fliegen die Schüsse. Werdet ihr im Laufe des Gameplays, glaube ich, auch sehen, so öftere Kills, die auf Distanz sind, mit dieser Waffe, die Unendlichkeit. Hat 3 Schuss im Magazin, Stabilität ist über die Hälfte voll. Und die haben die Waffe schon genervt, weil die hatte vorher 8 Schüsse im Magazin, aber die haben die halt runtergepatcht, weil die da schon zu OP war. Aber die ist immer noch OP, aber richtig geil. Nicht nur für Multiplayer, sondern auch für die Story, beziehungsweise die ganz normalen Bosse, wenn man die besiegen muss, für die Strikes und so weiter, ist die Waffe echt hilfreich. Ja? Die haben die runtergenervt schon, weil die, wie gesagt, 8 Schüsse im Magazin hat, jetzt hat sie 3. Mit der Stabilitätserhöhung ist die Waffe trotzdem einfach nur genial. Ich glühe die immer schon vorher ein bisschen auf, die Waffe, weil die hat eine, ja, ich glaube 2 Sekunden ungefähr Aufladezeit, damit die Waffe abschießt, weil diese Fusionsgewehre müssen erstmal aufladen, so, und dann schießen die. Das heißt, da muss die Feuertaste gedrückt halten oder halt immer so, wie man das kennt bei CoD, den Todbringer so vorwärmen, damit er direkt abfeuern kann. Und das mache ich da halt auch immer. Dadurch, dass man die Gegner ja oben links auf der Karte sieht oder man weiß, es nähern sich welche, kann man Feuer schon mal ein bisschen aufwärmen und dann kann das Ding auch schnell schießen. Deswegen ist das überhaupt kein Problem. Aber die Unendlichkeit ist die beste Waffe in ganz Destiny zurzeit. Aber ich denke, das wird so auch bleiben. Zumindest was PvP angeht, auf jeden Fall. Und natürlich gibt es auch normale andere Fusionsgewehre, die aber nur mit Einschuss schießen. Und wenn die verfehlen, dann ist meistens schon, ja, Kasala, ist man tot. Und da das Ding 3 Schüsse macht, ist man eigentlich safe, sag ich mal. Wenn man damit umgehen kann und Aiming hat und Skills. Wieder mit Starby, meine Freunde, ne? Ja, deswegen bin ich gespannt, was halt in den nächsten Waffen rauskommt im DLC. Wie könnt ihr die Waffe denn bekommen? Das, denke ich, ist auch wichtig für euch zu wissen. Die Leute, die Destiny kennen, die wissen auch, dass es Vorhut-Beutezüge gibt. Und wenn ihr ganz viele Beutezüge abgibt, sei es Schmelzsiegel oder Vorhut, das ist egal, dann könnt ihr Glück haben, dass ihr dann als Belohnung noch einen goldenen Auftrag bekommt, also einen goldenen Beutezug von diesem Roboter. Dann habt ihr die Auswahl zwischen 3 Beutezügen. Das sind aber immer andere 3 Beutezüge. Insgesamt gibt es 6, soweit ich weiß. Ich habe auch alle gemacht. Und der Beutezug, um die Waffe zu bekommen, heißt zertrümmerte Speicherfragment. Dann müsst ihr auf Venus, wenn ihr Patrouille macht, fahrt ihr nach rechts zur Engelstatue. Links in so einem kleinen Raum liegt links in der Ecke ein Geist. Den müsst ihr aufheben. Dann müsst ihr als nächstes einen Torlord töten auf heroischen Modifikator. Dann müsst ihr 10 Fusionsgewehre zerlegen, die mindestens Seltenheitsgrad selten haben, also mindestens blau sind. Und dann müsst ihr mit einem Fusionsgewehr, egal welchem, 200 Kills machen im Dämmerungsstrike. Und dann bekommt ihr diese Waffe. Vom Waffenmeister, glaube ich, war das, ja. Genau, deswegen, richtig geile Waffe, kann ich nur empfehlen. Ich hoffe, ich bereue es nicht, dass jetzt bald nicht alle mit der Waffe rumlaufen, aber hey! Jeder will wissen, welche die beste Waffe ist, sei es ein CoD, sei es ein Destiny, sei es in anderen Spielen, was ist das beste Schwert, was ist das und das. Jeder möchte einfach das Beste haben, sei es in Real Life oder im Spiel, so ist es nun mal. Das ist der Mensch, meine Freunde, und die Waffe haut einfach nur rein, kann ich nur empfehlen. Warum habe ich überhaupt gezockt damit? Ich habe nie mit Fusionsgewehren gezockt. Dann habe ich 3 Mal hintereinander verloren, weil jemand mit dieser Waffe gespielt hat. Da habe ich mir gedacht, die Waffe hat sie auch, levelt sie die mal. Und dann bin ich da richtig abgegangen. Da würde ich sagen, Leute, ja? Dann würde ich sagen, Leute, das war's erstmal. Destiny Gameplay ist mit Runden fertig. Ich habe noch ein Destiny Gameplay gespielt mit dieser Waffe, ein 23:0 Flawless Gameplay. Werde ich irgendwann auch noch hochladen. Ich sage, Leute, viel Spaß weiterhin beim Zocken und haut rein! Ciao!